Ihr alle ready? Ja, das ist besser als so eine BMX-Tour. 3, 2, 1. Und? Entspannend. Genau das habe ich beim Frühstück gemacht, so 12, 13, 14, 18 Mal. Und jetzt bin ich hier. Gerade habe ich mir die Seele aus dem Leib gekotzt bei dir auf Klo. Hast du gekotzt? Ja, ja. Da hat sich halt jemand so da hingesetzt. Ja. Nee, die hat sich nicht hingesetzt, die war so. Da hat sich jemand so hingesetzt, okay. Ja. Und deine komplette Hose ist unten. Ist hier ein Krankenwagen hier in der Nähe? Komm. 3, 2. Bruder, das war das Geilste, seit ich lange gemacht habe. Alter, gleich dabei. Weißt du, was das Krasseste ist? Jetzt danach noch den nackten Mann zu machen. Alter. Okay, bereit? Okay, soll ich loslassen? Ja, lass los. Okay. Gut. Ey, Sick, Mann. Es wird Zeit für ein Tornado. Hippe, würdet ihr mir gefallen tun? Und nie wiederkommen. Ron, wir sollen nie wiederkommen. Ron, wir sehen uns morgen. Willkommen. Warte mal, waren wir gestern nicht noch in Köln? Ich glaube schon. Komm rein. Also, meine Jutzen. Sind deine Lippen trocken? Musst du bis jetzt trocken? Nein, heraus. Ja, wir sind hier tatsächlich in Hamburg, meine Freunde. Oha! Wir sind tatsächlich hier in Hamburg, weil Tobi und ich uns ein bisschen Ruhe gönnen wollten und Lust hatten auf einen kleinen Pärchenurlaub. Ja, wir sind bei Teammates. Komm, Pärchenurlaub. Wollten uns ein bisschen Ruhe gönnen halt und hatten einfach Lust zusammen. Bei Teammates sind wir sind bei Teammates. Ich bin bei Teammates eingeladen. Ich drehe da irgendetwas mit. Ich habe aber nicht ganz verstanden, was es geht. Aber dafür habe ich eine extrem schöne Aussicht. Danke dafür, Amma und Trimax, die nicht mal wissen. Ron und Nico kommen später auch noch. Wir werden zusammen den Tornado entzünden auf jeden Fall. Ich bin noch extrem kaputt von gestern Abend. Und ich würde sagen, das wird es auf jeden Fall heute komplett werden. Perfekt. Excuse me, mister. Could you fucking move? Mein allerbester Bester. Was isst du da ekliges? Leckeres. Vegane Pasta. Echt jetzt? Ja, super, oder? Da ist aber Fleisch drauf, Bro. Achso, dann wurde ich verarscht. Bist du nüchtern? Bin nüchtern, ja. Okay, sehr gut. Mir auch diese ekligen Dings hier. Komm hin. Revis Chips sind viel besser. So, an der Stelle nochmal Romatra. Cool, dass du das Format richtig gut erklärt hast. Wir werden da Zombies gespielt und laufen denen hinterher im Zombie-Outfit mit der Black Ops Musik. Wir haben übrigens eben im Auto extra nicht gevloggt, damit Romatra maximal wenig Screentime hat. Wir werden jetzt tatsächlich über 2,5-3 Stunden als Zombie hergerichtet und da müssen die Jungs erraten, wer wir von ihren Kollegen sind. Gerade Sydney und Eli, die ja super viel mit Romatra mit zu tun haben. Mit Romatra irgendwie niemand. Ich weiß nicht, wieso das so ist. Revi an die 2. Hallo? Benjamin. Hier, kann ich dir was Gutes tun? Brauchst du was? Einfach alle Regler hoch und go. Ne? Mach ich dir, weiß ich nicht. Danke, Digga. Was ist das für ein Mischpult? Das hier ist der Sendeton, Tobi. Oh, okay. Geht raus aus dem Sendeton, ich arbeite hier. Ich muss hier noch was vertonen. Das neue Shrek. Wer ist der Mann da? Das ist super. Ich will das Alter, gefällt das, mir. Nee, davon habe ich nicht unterschrieben, Alter. Perfekt. Da sehe ich mich mit. Das ist ihr BH. Also. Okay. Danke für dein BH. Danke. Das ist sau dumm, weil Romatra fängt so Klamotten auch privat. Rede, komm ran hier. Glaub, Bro, wenn du weiter so trinkst, sieht das genauso irgendwann aus. Soll ich dir die reinmachen? Ich kann das nicht. Bro, aber Ron, wenn du mir wehtust, nicht jetzt blind werde oder so, ne? Ja, kann sein. Das kann sein, dass er dein Auge damit kaputt macht. Tatsächlich, ja, komplett. Wir haben eh nicht die Wahl. Hey, Ron, ich schwöre, wenn du mir wehtust, ich hau dir das Gesicht. Guck gerade. Guck gerade aus. Dein Auge locker. Oder mach mal du, reiß es mal auseinander. Und guck ein bisschen weiter nach unten. Und jetzt größer, Augenlid hoch. Das passt nicht rein. Okay, das geht schon. Moment. Also, Tiefe. Willst du dich erstmal hinsetzen? Krass, das haben die voll gut hinbekommen mit diesen Wunden im Gesicht. Ach, das ist dein Face. Oh. Werde eine geile Zombie-Braut sein. Ich mach's dir für einen Zehner. Ja, und deine Finger riechen nach Arsch. Wenn du jetzt bewegst, wie fühlt sich das an? Kratzt es? Ja. Okay, dann. Aber es sieht gut aus. Moment. Aber ich glaube, kannst du lassen. Ruft mich an, ich werde euch das Auge kaputt machen. Und? Ich sehe nichts. Baby, danke für die Zusammenarbeit. Wirst du die Frau? Weil du hast nämlich kein Bad im Gesetz zu mir, mein Jutzer. Mein Jutzer? Ja, und ich weiß, Ron. Du die Frau. Nein, Ron, hör mir zu. Du machst das schon. Ich weiß, dass du auf Mykonos auch immer die Klamotten von den Damen angezogen hast. Deshalb. Ich glaube, du hast das gemacht. Ich hab's geschafft zu snitchen, Ron wird zur Frau. Bräuchten für Ron noch 3-4 Tornados vielleicht. Später dann. Ja, ja. Als Wiedergutmachung. Das ist wichtig, genau. Ja, das wäre wirklich wichtig. Das machen wir nach der Show gerne. Okay. Und zwar haben die tatsächlich von irgendjemandem einfach den Kopf abgetrennt. Ja. Die Kopfhaut und die ist jetzt hier drin. Mega cool. Bart. Ja. Und das ist jetzt die Kopfhaut von einem echten Menschen. Genau. Ja, okay. Da ist sein Gesicht. Ja. Ah, das ist von einem Unfallopfer, ne? Genau. Ja. Nee, die sind frisch. Ah, und ich werde jetzt quasi zu einem Amar-Cosplay dann einfach. Perfekt. Ron, hast du Bock auf eine 600-Grad-Challenge? Ernsthaft.
Okay, wir lassen sie lieber. Ansonsten kann ich auch nackt rauslaufen. Wer ist die Zombie-Frau mit dem Penis da vorne? Nicht wundern. Nee, das passt. Sehe ich aus wie ein Pimmel, Tobi. Ron, mein Jutzer, schau mich mal an. Mein Jutzer, würdest du es machen? Ich bin sehr gerne die Frau. Mein Jutzer. Du siehst aus wie nach 3 Tagen Mykonos. Ey, Revi. Alter. Junge. Bist du doch? Bro, man sieht dein Gehirn. Was? 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 Noch nie eine Frau mit so einem Bizeps gesehen. Mein Jutzer, warte. Hab ich was? Das? Mein allerbester Jutzer. Sieht gut aus, oder? Geht doch. Yo, Leute, ich bin's, Tim. Hey, warum? Ja, das ist die Augen beruhigt. Deine Augen werden heute richtig. Was war denn da reingekommen? Was war es denn? Aceton. Ah! Das ist nicht Sydney. Der sieht ganz anders aus als Sydney. Reich ich mal kurz über meine Latze, Tobi? Die Frau. Wann kann ich dir auch so eine Schnur anbieten? Schätzelei, hör mal, dreh das gleich rüber. Ganz ehrlich, Mann, du siehst einfach nur aus wie 3 Nächte Mykonos ohne Schlaf. Ja, so. Ich sehe einfach aus wie Amar ohne Schlaf. Okay, Maske, ich zieh mir den Merkel-Maul, kommt nicht an. Ja, ich nöte den Scheiß. So stelle ich mir einen Corona-Leugner vor, keine Ahnung. Achtung, ich mach's kurz vor. Mach mal so ganz gut. Hallo, mein Name ist Achim und ich bin Geschäftsführer der CG Group. Heute geht es um 5 Schritte zur selbstständigen... Ich kann mir seit 17 Jahren Arbeit keine Wohnung mehr leisten. Oh, ich shit. Ich will eine Maske. Was für eine Maske? Ich will eine Maske. Du hast selber eine. Ich will nur eine Rolle. Ach so. Bin gekündigt? Genau. Dankeschön. Auch Zombies müssen manchmal pissen. Hilfe. Auge! Hermann, warte mal kurz! Hermann, einmal den Augenbalg quietschen! Oh, sieht so scheiße aus, Alter! Du auch! Oh nein, nie! Love tonight! Das ist der Edimor! Max ist schon. So, erstes Bild, zeigen wir erstes Bild. Guckt hinter mir drauf. Wer könnte das sein? Wer ist es? Revi, sieht aus wie Revi. Hier haben wir Revi vorhin angerufen, der war live zu Hause. Ich hab auch gehört. Aber es ist tatsächlich Revi, Leute. Warte, warten wir kurz. Erstmal die Dame zu mir hier aufs Podium. Wie kannst du zur Hölle Eli jetzt schon getrunken haben? Man hat im Hintergrund gesehen, wer sich da geschminkt hat. Nee, ich war am besten. Meine Performance war am stärksten, wirklich. Also, du hast es gar nicht auf den Boden gelegt. Ja, ich hatte noch vor, mich voll zu scheißen. Das ist mir aber gerade jetzt passiert. Ja, jetzt schminken wir mich ab und das alle. Und dann werden wir jetzt richtig einen reintrinken. Denn ich habe gehört, Nico ist mit einer 6 Liter Flasche Wodka hier. Und die, meine Damen und Herren. Vater, ich werde dich vermissen. Au, da die Haare, au. Ja. Meine allerbesten, Nico hat uns hier tatsächlich zu seinem Geburtstag eingeladen. Wir haben hier eine Menge Bier. Dankeschön, Nico. Danke dir nochmal. Und ich möchte jetzt beweisen, dass man trotz Limettenscheid einen Tornado entzünden kann, was ich für unmöglich halte. Ich versuch's kurz, es geht nicht. Ron? Ich bin der Wirbel. Wir können jetzt noch zu Teammates rübergehen. Nico hat tatsächlich noch 3 Flaschen Wodka und die freuen sich extrem, dass wir die dabei haben. Aber seit wann habe ich eigentlich Drunklocks gemacht? Ja, einfach andersrum. Genau, deswegen der Limette hat es leider nicht so gut geklappt, aber was auch noch sehr wichtig ist... Ich fand das war clean. Du hast die Flasche. Wir haben ja was Wichtiges. Ron Bilecki möchte einen richtigen Tornado entzünden. Bitte. Das war echt sehr schnell. Das war krank. Ich glaube sogar, Nico, der würde Marc Egger schlagen. Der würde Marc Egger schlagen. Ja. Das war schneller. Nico, ich möchte noch ganz kurz eine Geschichte erzählen, die ich vor der Kamera nicht erzählen möchte. Nico und AMG Mercedes. Ob das bei euch auch so ist? I doubt it.